Careful. Careful bedeutet also sacht und das macht plus Spezialverteidigung minus Spezialangriff. Das ist geil. Das ist geil. Das ist ziemlich cool, weil das hat ja normalerweise eine ziemlich schlechte Spezialverteidigung. Und dadurch jetzt immerhin 7. Ja. Und ich meine, minus Spezialangriff, das ist mir Latex. Also Mr. Kiesel ist cool. Olli. Ja. Bei Olli müssen wir uns das nochmal überlegen. Aber Olli ist eigentlich in Ordnung. Ja, ich weiß nicht, wie es hier mit den TMs aussieht, aber wir behalten Olli auch erstmal. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus bis jetzt. Mal gucken, was da noch so zukommt. Ach, jetzt habe ich ganz vergessen. Wir müssen nochmal ganz kurz zurück. Tut mir leid. Tut mir leid, tut mir leid. Wir haben jetzt nämlich eine Angel. Und können dementsprechend auch in dieser Stadt hier angeln. Jaha, wir wollen natürlich alles mitnehmen, was wir können. Gucken, back. Ich weiß zwar nicht, wahrscheinlich gibt es hier nur Carpadors oder so mit der Angel. Wahrscheinlich ist es eine Verschwendung und wir hätten später irgendwie mal surfen sollen hier oder angeln sollen. Mit einer besseren Angel, aber ich will jetzt erstmal hier ein Pokémon fangen. Bitte kein Carpador. Mushas! Geil! Mushas ist geil. Nur, ein Problem bei Mushas, das werde ich euch jetzt zeigen. Ja, also ihr habt jetzt gesehen, Kratzer, wie viel Schaden das gemacht hat. Wenig, will man sagen, ja. Und jetzt mache ich die Aquaknarre, die außerdem auch noch einen schlechteren Spezialangriff ist und nicht sehr effektiv und so. Er kann von mir aus auch hier sein Withdraw einsetzen. Aber guckt euch an, im Vergleich jetzt einfach nur, wie viel Schaden das macht, obwohl das eigentlich viel schlechter sein müsste. Denn Mushas hat eine verdammt schlechte Spezialverteidigung und Austoss dementsprechend auch. Was bedeutet Kanimani for the win? Wir werden es uns aber trotzdem fangen, falls Kanimani mal irgendwas zustoßen sollte. Also Ali meine ich natürlich. Wenn Ali irgendwas passiert, dann haben wir noch ein Backup, so ein kleines. Ne? Vielleicht hat das ja sogar ein gutes Wesen. Ich weiß gar nicht, was kann man denn so ein Austoss, Austoss, was kann das denn für ein Wesen gebrauchen? Mäßig vielleicht höchstens. Mäßiges Austoss ist in Ordnung. Ja, Nickname bitte. Und zwar nennen wir unser... ja. Ey, das ist nur ein Spitzname. Ich meine... Ist halt eine Muschel, ne? Dann nennt man das halt mal Muschi. Kühn wäre cool. Kühn wäre natürlich noch cooler, weil dann haben wir ein bisschen mehr Verteidigung. Muschi ist... Timid. Timid. Timid bedeutet so viel wie Scheu und das macht plus Init minus Angriff. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Oder? Spielt man normalerweise Austausch auf Angriff? Nee. Man spielt ihn auf Spezial. Okay. Ja. Gut, wir haben auf jeden Fall ein Backup. Den müssen wir jetzt ja nicht unbedingt im Team behalten. Nur wissen wir schon mal, wenn mit Ali irgendwas ist. Wir haben ein Muschi. Wir haben eine Muschi auf der Box. So, und wie Senior geht's auch gut. Scratch. Dieser Dizzy Punch, der ist echt nicht schlecht, ne? Nicht verwirren. Dankeschön. Den kann unser Visenior ja auch. Ich glaube nämlich, das ist vielleicht doch gar nicht mal so schlecht, weil der kann ja auch Surfer und so erlernen. Ali wollte ich jetzt keinen Surfer erlernen, weil guckt euch mal seine Spezialangriff an. Aber Visenior mit Surfer und so, mäßig. Ich glaube, das wird unser Power Visenior hier. Auf EVs können wir es jetzt wahrscheinlich eher weniger trainieren. Mal gucken. Ich denke mal, das lassen wir eher. Ist hier lang. Ach Gott, das erste Gras natürlich wieder. So, ja, so ein Taubsi. Zum Fliegen haben wir natürlich auch noch nichts. Mal gucken, Water Gun macht so viel Schaden. Okay. Das ist ordentlich. Aber wir sind ja auch schon Level 9. Da muss das auch.
So, Rage einmal einsetzen. Die Attacke ist irgendwie voll schlecht, habe ich das Gefühl, aber hey, ist egal. So. Oh. Ja, gehen wir mal so lieber. Dann müssen wir kein Pokémon mehr kämpfen. Und ab ins Pokémon Center. Wir werden jetzt Mushas direkt auf die Box legen. Zumindest wenn ich alle geheilt habe hier. Weil wir einfach, glaube ich, überhaupt kein Interesse daran haben. Oder? Denke ich mal nicht. Und na, vorher werden wir vielleicht nochmal hier in der Stadt angeln. Das ist vielleicht noch eine Idee. Und wir haben da oben ja auch noch kein Pokémon gefangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Old Rod. Einsetzen. Mal gucken, was es hier gibt. Not even a Nibble gibt's hier. Na, ah, ist auch ein cooles Pokémon. Ich wollte aber eher Nibble. Nibble, Nibble. Landed a Pokémon. Und es ist ein Krabby. Krabby. So viele coole Wasser-Pokémon. Wieso habe ich Kanimani genommen? Das ist natürlich auch schon wieder so ein Krabby. Kingler hat auch. Das ist. Kingler ist so ein bisschen wie Austoss, möchte man fast sagen, ja? Ich habe schon wieder gesehen hier. Also so die normale Verteidigung ist Bombe, aber Spezialverteidigung ist so für den Arsch. Ihr habt Kratzer gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat, und jetzt guckt euch die Water Gun an. Genauso viel, obwohl es nicht sehr effektiv ist und so. Ja? Ja, mal gucken, was können wir denn für Kingler für ein Wesen gebrauchen? Ja, ich würde sagen, froh, hart, pfiffig, mäßig, eventuell eher weniger. Eher nicht. Aber dann schon. Weiß nicht, der kann Krabhammer, ne? Steinhagel, Durchbruch, Schwertanz. Das ist auf jeden Fall was für normalen Angriff und nicht für Spezialangriff. Aber bei so einem Ding muss man natürlich bei einer Nuzlocke auch immer Angst haben. Wenn da was Spezielles kommt, dann ist Kingler down. So einfach ist das. Na ja, mal gucken. So, Krabby, weiblich. Wir brauchen einen Namen für ein weibliches Krabby. Ich würde sagen, ihr schreibt auch mal ein paar in die Kommentare, so ein paar Nicknames, die ich nehmen kann. Ich bin da immer so einfallslos. So, das ist jetzt einfach wegen dem Temperament. Neuz. Das ist Gisela. Gisela. Fragt mich nicht warum, bitte nicht. Bitte fragt mich einfach nicht. So, Gisela, wie sieht's aus mit dir? Careful. Hatten wir Careful nicht eben gerade erst? Weiß ich gerade gar nicht. Careful ist Sacht plus Spezialverteidigung minus Spezialangriff. Das ist cool. Das hatten wir hier bei Kleinstein. Die sind beide careful und beide alert to sounds. Diese DV-Sprüche, ne? Da werde ich nochmal ganz kurz gucken, was dieses Alert to Sounds, also das, diese, wer es nicht weiß, diese Sprüche, die sagen, welcher der höchste DV-Wert ist, ja. So, und Alert to Sounds ist, ich habe hier was da, SPD ist Speed, also Initiative, könnte sogar 31 sein oder 26 wahrscheinlich, alles klar. Das heißt, sie haben beide ein bisschen Speed, aber das ist eigentlich relativ egal. Ist auf jeden Fall cool, dass wir wissen, dass wir auf jeden Fall drei super Wasser-Pokémon haben. Und Muschi hat ein Item, was ist das denn? Take. Eine Perle! Aha! Cool. Aber ich glaube, ja, Gisela und Muschi, es tut mir echt leid. Aber das wird erstmal nichts mit euch. Ich glaube, da würde ich auch schon eher, ja. Also Gisela ist auf jeden Fall richtig cool. Kann auch Vice Grip. Bubble Beam bringt jetzt eher weniger. Naja. Okay, also Gisela ist auf jeden Fall Option Nummer 1. Naja, Option Nummer 2 sozusagen. Und dann Mushas eher Option Nummer 3. Also ich denke mal, Mushas wird nichts mehr. Aber nur, dass wir Bescheid wissen.
So, Deposit. Mushas. Auf Box 1. Tschüss. Und Krabby auch auf Box 1. Und ja, Kleinstein. Die anderen behalten wir erstmal im Team. Ja, die brauchen wir jetzt erstmal nicht so dringend, würde ich sagen. Geheilt müssten wir noch sein. Nö. Haben nur noch 16 von 30 auf unser Kanimani. Also auch Ali jetzt, ne? Wisst ihr Bescheid? Ach ja, ich habe gleich auch Fußballtraining mal wieder. Wird mal wieder Zeit. Das heißt, die Aufnahme kann nicht mehr so lang laufen. Na, eigentlich kann ich noch eine Stunde aufnehmen. Muss nur, wenn ich mir noch vorher was zu essen machen möchte, was ich wohl möchte, doch einen Ticken eher Schluss machen. Aber das interessiert euch natürlich nicht. Und, so, kaufen. Ja, jetzt bellt der Hund darum. Ich brauche mal ganz kurz. Ich muss mal kurz den Hund reinlassen. Ey, sagst du kurz aus? Komm her. Na ruhig. Ich nehme gerade auf. Ist gerade schlecht. Du bist gerade im Internet. So, Pokéball. Ist gut. Ja. So, Potion. Kann man auch welche von gebrauchen. Antidote. Holen wir uns nochmal 5 Stück von. Weil die sind relativ wichtig, würde ich mal behaupten. Und Paralyseheiler, ja, 2 Stück, was soll's? Was soll der Geiz? Ansonsten sind wir, denke ich mal, gut ausgerüstet erstmal. Achso, Cell, ja, egal, da oben ist noch einer, was hat der denn zu verkaufen? Ah, okay, das ist jetzt eher unwichtig. Cell. So, wir hatten doch hier jetzt irgendwo eine Perle. 700. Ja, naja, bringt ja sonst, glaube ich, auch nichts, ne? Hier ist ja noch ein Hund. Ja, hier laufen 2 Hunde rum. Der andere guckt mich gerade doof an, hat sich gerade auf mein Sofa gechillt. Na, Kollege? Wer wissen will, wie die heißen? Die heißen, der Kleine, es gibt einmal einen Kleinen, einmal einen Großen. Der Kleine heißt Sammy und der Große heißt Linus. Mal gucken, vielleicht finden wir ja auch noch einen kleinen Sammy oder einen kleinen Linus hier im Spiel. Hätte auf jeden Fall was. Und hier dürfen wir uns noch ein Pokémon fangen. Ne, Linus. Ja. Ein Hornliu dürfen wir uns fangen. Wollen wir das? Wollen wir Hornliu? Ne. Da schüttelt er mit dem Kopf. Der weiß nämlich Bescheid, Hornliu. Scheiße. Sowas will keiner haben. Weedle. Ich meine, wer Weedle heißt, der kann ja schon nichts drauf haben. Schnell weg mit dir. Da verzichte ich auf diese Route lieber. Weil für das habe ich gar garantiert nie Verwendung. So. Und jetzt kämpfen wir uns mal hier durch zur ersten Stadt. In der ersten Stadt gibt es, wie gesagt, den EP-Teiler. Und bis dahin ist er noch nicht blind, aber ab da ist er blind dann. Jetzt dürfen wir uns erstmal einen Ratzfratz-Level. Heißt das Ratzfratz oder Radfratz? Ich weiß gerade gar nicht. Ratfratz, glaube ich. Level 7 auf jeden Fall. Schon ordentliches Level. Ja. Aber noch nicht so, dass wir aufpassen müssten hier. Und Ali ist natürlich einfach zu stark. Hätte ich das gewusst, dass es hier, dass wir einen Krabby fangen und so, dann hätte ich lieber einen Feurigel genommen. Das wäre natürlich dann cooler gewesen. Aber das kann man natürlich vorher nicht wissen. Ja, und eine besondere Sache gibt es auch noch im Pokémon Center in der ersten Stadt. Das habe ich nämlich eben beim ersten Durchgang noch gesehen. Alter! Gönner! Das werden wir aber gleich dann zusammen nochmal erkunden. Da will ich jetzt nicht zu viele verraten. So, kriegen wir nochmal ordentlich Kohle hier. Ich habe mir nämlich auch vorgenommen hier gegen... Ich habe übrigens Nein gesagt. Gegen jeden Trainer, den wir sehen, auch zu kämpfen. Weil... Bei einer Nuzlocke-Challenge ist es halt einfach so, man braucht viel Geld, man braucht viel Erfahrung, man braucht starke Pokémon und da irgendwelche auszulassen ist einfach dann, weiß ich auch nicht. Man könnte da mal 1, 2 auslassen, aber ich habe mir einfach so zur Challenge nochmal persönlich so gesetzt, so einfach gegen jeden Trainer, den man sieht, auch zu kämpfen. Und keine zu umgehen, außer man hat gerade irgendwie Probleme und muss zum Pokécenter oder sowas. Also ihr wisst, was ich meine. Dann ist es natürlich was anderes, aber so erstmal jetzt. Habe ich mir gedacht, das krieg ich schon irgendwie so hin. So, ein Ali ist schon ordentlich, der kriegt schon ein halbes Level aber für jedes Pokémon, was er besiegt. Und die hat auch noch hier 4 Pokémon. 4! Da kann ich ja hier die ganze Zeit A-smashen sozusagen.
was bei mir Kreis ist auf dem PS3-Controller. Hm. Das war natürlich knapp. Bullet Seed. Oh, das ist nicht schlecht. Ah, macht pro 2, das heißt maximal 10 Schaden. Aber 10 Schaden ist schon ordentlich, was? Komm jetzt, du musst dich so oft treffen. Gerade sagen, ey, dreimal reicht. Wieso ist der denn schneller? Ist doch nicht dein Ernst jetzt. So, der nächste bitte. 94. Ja, das ist ordentlich. Da ist so ein Level-Up drin. Jo, und wieder Verteidigung ordentlich. Nö, alles plus 1 ist natürlich nicht so besonders. Aber hey, YOLO, ist egal.